Mit der Spielvereinigung Unterhaching ist er 1999 in die Bundesliga aufgestiegen. Insgesamt hat er 162 Bundesligaspiele absolviert. Heute ist er Trainer beim Regionalligisten Viktoria Aschaffenburg. Wir haben heute Jochen Seitz im Live-Interview zu Gast. Servus. Servus. Servus, Jochen. Ich habe von dem sportlichen Leiter von Benny habe ich schon erfahren, dass du zurzeit in der Ausbildung zum Fußballlehrer steckst. Kannst du mir kurz sagen, wie das da abläuft zurzeit und wie die Prüfungen gelaufen sind? Ja, insgesamt gehen die Zahlen natürlich 11 Monate dauert das Ganze. Und jetzt sind wir gerade in der Prüfungsphase. Das heißt, die letzten 2 Wochen waren die schriftlichen Prüfungen. Die haben wir alle vor Ort in Frankfurt erledigt. Jetzt haben wir nochmal 3-4 Wochen für uns und dann geht es weiter mit praktische Prüfungen bzw. mündliche Prüfungen. Wenn wir die dann absolviert haben, da ist es dann so Anfang Mai. Und dann hoffentlich haben wir es dann alle geschafft und dann sind wir alle Fußballlehrer. Okay. Und der Fußballlehrer, das ist die höchste Trainerinstanz, glaube ich, in Deutschland, die es gibt. Genau, ist die höchste Trainerinstanz. Ich habe jetzt momentan gerade die A-Trainer-Lizenz. Da darfst du dann bis Regionalliga einschließlich trainieren. Und mit der Fußballlehrer-Lizenz hat man dann auch die Möglichkeit, in die Bundesliga zu kommen. Okay. Wie schauen dann die theoretischen Prüfungen da aus, die jetzt noch auf dich zukommen? Ja, schriftliche Prüfungen sind dann vor allem in Regelkunde, in Fußballlehre, in Psychologie, aber auch in Fitness oder Ernährung. Das sind dann die schriftlichen Prüfungen. Die mündlichen Prüfungen ist dann, man muss eine Präsentation vorbereiten über ein gewisses Thema und bekommt dann diesbezüglich noch Fragen gestellt. Und die praktische ist dann, man bereitet eine Trainingsform vor, die man vorgegeben bekommt und muss dann eine Trainingseinheit halten mit den Zielen, die man dann auch dort niederschreibt. Und dann nochmal kurz drüber diskutieren mit den Prüfern. Dann hat man es hoffentlich geschafft. Wünschen wir da viel Glück und hoffen, dass du den erfolgreich absolvierst. Vielen Dank. Bevor wir jetzt auf deine Zeit oder deine Ziele mit Aschaffenburg eingehen, würden wir gerne über deine Karriere ein bisschen sprechen. Du warst in der Jugend auch schon für Aschaffenburg aktiv. Ja, korrekt. Bist dann aber 1996 zum Hamburger SV gewechselt und hast da deine ersten Bundesliga-Einsätze unter Felix Magath absolviert. Wie ist es damals da abgelaufen? Wie sind die auf dich gekommen? Warum der Schritt in den hohen Norden? Ja, im Grunde genommen war es ja so, ich habe dann mein erstes Herrenjahr noch in Aschaffenburg absolviert. Es war damals die vierte Liga, wie jetzt im Grunde genommen die Regionalliga. Habe dann als junger Spieler schon, glaube ich, 20 Tore geschossen, habe auch nochmal 20 vorbereitet und dann sind natürlich einige Bundesligisten auf mich aufmerksam geworden. Ich habe unter anderem auch mit 60 München verhandelt, damals mit Wildmoser und mit Lorand. Mit Karlsruhe war ich im Gespräch, mit Köln, die bei uns vor Ort waren. Schlussendlich habe ich mich dann trotzdem vom Hamburger SV entschieden, weil damals natürlich mit Felix Magath ein Trainer war, der auch eine Aschaffenburger Vergangenheit hatte. Und da gab es dann schon gewisse Berührungspunkte. Es wurde damals auch bewerkstelligt, dass ich dann nur bei der ersten Mannschaft, dann auch also bei der Profimannschaft mittrainieren durfte und gegebenenfalls dann in der U23 oder in der zweiten Mannschaft damals spielen sollte. Das wurde mir gewährleistet und deswegen habe ich dann auch den Sprung nach Hamburg gemacht, einfach weil die Perspektive da für mich am besten war. Okay. Ja, du hast schon angesprochen, dass dann irgendwie abgesprochen wurde, dass du in der Regionalliga, also in der zweiten Mannschaft und für die Herrenbereich spielst. Du hast ja dann, glaube ich, die Hauptteil der Spiele hast du für die zweite Mannschaft gemacht, aber auch eben 4 Bundesliga-Einsätze. Ja. Wieso kam dann trotzdem schon nach einem Jahr der Schritt zurück nach Bayern zur Spielvereinigung Unterhaching in die zweite Liga damals? Ja, Felix Magath wurde ja dann nach einem Jahr dann auch entlassen und es kamen neue Trainer hinzu und er hatte mir dann relativ schnell klar gemacht, dass er nicht mit mir plant. Also war dann für mich klar, ich musste dann einen neuen Verein irgendwo suchen und damals kam dann relativ zügig Lorenz Günther Köster auf mich zu und hat gesagt, dass er mich gerne zur Spielverein Unterhaching holen möchte. Ich bin dann auch mal eine Woche nach Unterhaching gefahren, habe mir das Ganze angeschaut, habe mal mittrainiert und der Verein war mir direkt sympathisch. Und ja, München ist natürlich auch eine tolle Stadt. Das war ja auch ein sehr familiärer Club, ist er ja mittlerweile immer noch. Und ja, deswegen habe ich gedacht, okay, da wäre mein nächster Entwicklungsschritt. Und das hat sich dann auch als sehr richtig erwiesen, Gott sei Dank. Und ja, es war im Grunde dann auch ein sehr guter und sehr glücklicher Schritt, den ich damals gemacht habe,
weil ich da natürlich dann enorme Entwicklungen genommen habe, um dann auch den weiteren Weg dann in die Bundesliga zu gehen. Ja, genau. Du hast angesprochen, der Weg in die Bundesliga zu gehen. Ihr seid dann in der zweiten Saison, wo du da warst, seid ihr direkt aufgestiegen mit dir als Stammspieler. Was war das damals für eine Mannschaft und was ist das für ein Gefühl als junger Bursche, sage ich mal, dann von der zweiten Liga in die Bundesliga aufzusteigen? Ja, es war natürlich damals extrem überraschend. Also wir sind ja damals in die Zweitligasaison rein mit dem Ziel, eigentlich Klassenerhalt. Aber wir hatten damals ein überragendes Team dann auch gehabt. Der Zusammenhalt war einfach super gewesen. Wir haben viel zusammen unternommen. Wie gesagt, der Club war familiär, man hat sich einfach wohlgefühlt und ich glaube, jeder Spieler, der sich wohlfühlt, der kann auch gute Leistungen bringen. Und insofern haben wir das über die mannschaftliche Geschlossenheit einfach geschafft, die Überraschung zu schaffen, dann auch in die erste Bundesliga aufzusteigen. Jetzt ist die Überraschung zu schaffen. Wahrscheinlich die noch größere Überraschung war dann im Jahr daraufhin in der ersten Liga die Liga zu halten. Und da gibt es eine ganz nette Anekdote, sage ich mal, wie er dann beim letzten Spieltag, wenn ich hier kurz das Bild einblende, da war Bayern Leverkusen Tabellenführer und mussten in den Sportpark nach Haching kommen und haben dann 2:0 verloren. Dadurch ist der FC Bayern noch Meister geworden. Was, wie war das damals? Wie ist das? Sag ich mal, da auf dem Platz zu stehen und dann irgendwie die Meisterschaft mitzuentscheiden. Ja, absolut unvergessliches Erlebnis. Mit Sicherheit einiges meiner größten Erfolge war natürlich dann auch mit Unterhaching in der ersten Liga zu bleiben. Das war ja auch nicht selbstverständlich. Wir hatten damals einen Etat, der ja mit anderen Mannschaften überhaupt nicht mithalten konnte. Aber auch da war die mannschaftliche Geschlossenheit so groß, dass man das bewerkstelligen konnte, dass wir die Klasse erhalten. Und ja, der letzte Spieltag war natürlich dann nochmal das i-Tüpfelchen auf dem Ganzen, indem wir da natürlich Leverkusen dann noch ein Bein gestellt haben und Bayern zum Meister gemacht haben. Ja, unvergesslich. Ja, wir gingen dann mit 1:0 in Führung durch ein Eigentor von Ballack. Haben natürlich dann die größte Zeit natürlich auch in der Defensive verbracht und haben dann in der zweiten Halbzeit noch einen Konter über mich gefahren, der dann, oder ich habe dann geflankt auf den Markus Oberleitner, der dann das 2:0 geköpft hat. Und das Stadion ist natürlich schier ausgeflippt. Und wenn man heutzutage natürlich dann noch die Bilder sieht aus dem Münchner Olympiastadion, wie da dann die Fans natürlich, wie das Ergebnis eingeblendet wurde, dann auch völlig in Ekstase waren. Ja, es gibt heute noch Gänsehaut und ja, ein unvergessliches Erlebnis und war einfach geil, da an diesem ganzen Getöse dann teilgenommen zu haben. Es gibt ja auch immer Geschichten, dass dann zusammen die Bayern-Spieler mit den Hachinger-Spielern zusammen gefeiert haben. Warst du dann auch dabei? Ja klar, wir haben dann, also die Bayern haben uns dann abends dann noch zur Meisterfeier eingeladen, die sie kurzfristig anberaumt hatten, weil da hat ja eigentlich keiner mit gerechnet, dass sie noch Meister werden. Und dann sind wir natürlich auch fröhlich gelaunt dort eingelaufen und ja, ich weiß noch genau, wie wir damals als Unterhachinger Spieler eingelaufen sind. Wir haben uns dann groß angekündigt und dann ist der ganze Raum natürlich aufgestanden, hat applaudiert, ob es dann Franz Beckenbauer, ob es ein Boris Becker, der dann vor Ort war, und haben uns alle natürlich dann die Arme geschlossen und ja, wir haben da bis in die Morgenstunden gefeiert. Auch das ist natürlich ein unvergessliches Erlebnis. Trotz dieses irgendwie unvergesslichen Erlebnisses, dann nach der Saison bist du zum VfB Stuttgart gewechselt. Was waren dann für dich damals da die ausschlaggebenden Gründe, um dahin zu verlassen? Ja gut, VfB Stuttgart ist dann trotzdem nochmal ein Schritt nach vorne. Die haben natürlich ganz andere Möglichkeiten. Das Ziel war natürlich dann irgendwann mit VfB Stuttgart auch international zu spielen. Und es war einfach für mich dann der nächste Schritt, der nächste logische Schritt, weil ich in Unterhaching eigentlich zwei sehr gute Saisons gespielt habe. Einfach dann für mich zu sagen, okay, was ist der nächste Schritt? Wäre ja dann schlussendlich dann auch mal international zu spielen. Und da hatte ich das mit dem VfB Stuttgart angeboten, auch im Süden des Landes. Und hatte gute Gespräche mit Karl-Heinz Förster, aber auch mit Ralf Rangnick und habe mich dann schlussendlich dann auch für den VfB entschieden. In Stuttgart bist du dann wieder auf Felix Magath getroffen, nachdem er erst Ralf Rangnick der Trainer war. Und dann wieder Magath, das zieht sich irgendwie so durch deine Karriere. Willst du sagen, das war einer deiner prägenden Trainer auch dann, der Felix Magath, und du nimmst heute noch irgendwie Sachen mit, die er damals ins Training eingebaut hat?
Ja, natürlich war das einer der Förderer für mich. Nach Lorenz Günther Köstner, dann jetzt in Unterhaching, war das natürlich dann Felix Magath, der dann wieder in Stuttgart dann aufgetaucht ist. War das natürlich auch ein guter Griff für mich vom VfB aus, weil ich natürlich wusste, dass er auf mich baut. Er schätzte meine Spielweise, wie ich spielte, und war dann auch derjenige, der mich dann auch beim VfB wieder als Stammspieler etabliert hat. Auch da war es dann so, dass ich mich dann durchgesetzt habe als Stammspieler, und haben dann auch nach dem ersten Jahr, das nicht so erfolgreich war, dann auch im zweiten Jahr dann die internationale Plätze erreicht und haben dann den Weg so fortgeführt, wie ich mir eigentlich erhofft hatte, Stammspieler zu sein, international zu spielen. Und ja, Felix Magath hat das natürlich Ganze gefördert, das auch mich gefördert, und ja, deswegen war ich natürlich auch dankbar, dass das Ganze so vonstatten ging. Okay. Zu diesen internationalen Spielen, da kam ja auch damals in diese Zeit rein, 2000, 2001, warst du für die A2-Nationalmannschaft aktiv in Deutschland. Das gibt es ja heute nicht mehr. Kannst du vielleicht aber kurz erklären, was das damals war und was da für Spieler mit dir zusammengespielt haben? Ja, das war im Grunde genommen so das Farmer-Team, so die zweite Nationalmannschaft, das heutige U23 oder U21-Mannschaft. Das waren junge, entwicklungsfähige Spieler, die in der Bundesliga so schon die ersten Erfolge gefeiert haben oder die ersten guten Leistungen gebracht haben. Heutzutage ist es ja so, wenn man mittlerweile 10 Bundesligaspiele macht, dann ist man ja fast schon Nationalspieler. Damals war das noch ganz anders. Da musste man schon über mehrere Saisons gute Leistungen bringen als junger Spieler, um da in den Fokus reinzukommen. Insofern war das so das erste Sprungbrett, um in die Nationalmannschaft zu kommen. Damals war dann bei mir mit dabei Bernd Schneider, Gerald Asamoah, Torben Hoffmann, Simon Jentsch. Alles waren richtig viele gute Spieler mit dabei. Einige haben es dann auch in die A-Nationalmannschaft geschafft, wie Lars Ricken oder auch in Bernd Schneider. Und ja, und insofern war das eigentlich so der erste Schritt, um da in die Nationalmannschaft zu kommen. Wie stolz macht einen das dann auch, wenn man wirklich mit dem Adler auf der Brust trägt? Ja, natürlich waren es super Erfahrungen. Wir haben dann auch gegen richtig gute Nationen gespielt, ob es dann Frankreich war. Ich kann mich noch daran erinnern, Slowenien haben wir gespielt. Also richtig gute Erfahrungen, auch mit guten Jungs zusammengespielt. Auch da hat man gute Teams und mit dem Horst Hubesch einen sehr guten Trainer gehabt. Es hat einfach Spaß gemacht, da auch mal was anderes zu erleben. Und es waren sehr, sehr tolle Erfahrungen. Wenn wir jetzt zu deiner Vereinskarriere zurückgehen, nach den 3 erfolgreichen Jahren beim Stuttgart bist du ja dann 2003 zum FC Schalke 04 gewechselt. Da war auch Jupp Heynckes dein Trainer. Wie ist es dann unter so der Trainer-Ikone zu trainieren? Ja, zuallererst hat mich mal Frank Neubart, damals war er noch Schalke-Trainer, mich nach Schalke gelotst. Ich habe dann gute Gespräche auch mit Rudi Assauer. Ja, aber Frank Neubart wurde dann Ende der Saison dann entlassen, und es wurde dann Jupp Heynckes vorgestellt als neuer Trainer. Ja, sehr interessant. Auch da nimmt man sehr viel mit. Ja, ich glaube, als Spieler ist es immer sehr interessant, wenn man unterschiedliche Trainer in der Karriere hatte, um da immer das Beste mitzunehmen oder dann auch wirklich zu sagen, okay, das hat man als Spieler nicht so gut getaugt, das lasse ich mal weg. Aber auch da sind es Erfahrungen, die man da mitnimmt. Und ich habe von jedem Trainer was mitgenommen für mich, wo ich sage, ey, das waren tolle, tolle Geschichten. Und das will ich natürlich auch als Trainer, die Erfahrungen, die ich als Spieler gesammelt habe, dann auch meinen Spielern dann einfach weitergeben. Trotzdem bist du dann schon in der Bundesliga weitergezogen, nach nur einer Saison zum ersten FC Kaiserslautern. Wieso ist damals dieser Wechsel dann vonstatten gegangen? Ja, ich sag mal, Jupp Heynckes hat nicht so auf mich gebaut, wie ich mir das eigentlich gewünscht habe und vorgestellt habe. Insofern war man da als Spieler natürlich nicht ganz so zufrieden. Und ich hatte dann auch ein gutes Angebot von Kaiserslautern gehabt. Und da war es natürlich dann die Abwägung, so noch ein Jahr in Schalke zu bleiben oder dann schon probieren, auch wieder nach Kaiserslautern zu gehen, um da dann Stammspieler zu werden. Ich habe mich dann tatsächlich für Spielzeiten entschieden, auch wenn es finanziell vielleicht nicht so lukrativ war wie auf Schalke. Aber irgendwann möchte man natürlich auch Fußball spielen, möchte wieder wichtig sein.
Und deswegen bin ich dann nach einer Saison nach Kaiserslautern gewechselt. Sind deine Ziele dann in Kaiserslautern in Erfüllung gegangen, wieder mehr Spielzeit zu bekommen? Ja, im ersten Jahr definitiv. Damals war Kurt Jara, da hatten wir ja auch vorab schon gute Gespräche gehabt. Und habe dann eigentlich auch sehr regelmäßig gespielt, war dann Stammspieler gewesen. Leider wurde dann Kurt Jara dann nach einer Saison dann auch wieder entlassen, was damals eigentlich meiner Meinung nach total unbegründet war. Ich glaube, wir haben die Saison als Achter oder Neunter abgeschlossen. Es war eine ordentliche Saison, jetzt nicht, ja, nicht übermäßig toll, aber es war ordentlich gewesen. Aber die Vereinsführung hat dann die Entscheidung getroffen, neue Trainer zu holen. Ja, und da ging es dann eigentlich dann schon bergab. Ja, was sehr schade war. Aber ja, der nächste Schritt kam dann relativ zügig, weil man auch mit Kaiserslautern dann nicht mehr so regelmäßig gespielt hat und ja, die Erfolge auch nicht so zustande kamen, wie man sich das vorgestellt hat. Und bin dann auch nach eineinhalb Jahren dann nach Hoffenheim gewechselt, was dann der nächste Schritt für mich war. Du sprichst es an, du bist nach Hoffenheim gewechselt, hast quasi das rettende Schiff von Kaiserslautern, dann das sinkende Schiff so verlassen, bevor sie abgestiegen sind. Damals hat Hoffenheim ja noch in der Regionalliga gespielt. Hier haben wir jetzt ein Bild von dir aus Hoffenheimer Zeiten. Wieso hast du dich dann damals dafür den Schritt aus der Bundesliga in die Regionalliga entschieden? Ja, es war einfach ein tolles Projekt und Lorenz Günter Köstner, den ich ja von Unterhaching ja Zeiten kannte, war damals Trainer gewesen und ja, er hat mir das ganze Projekt vorgestellt, was er vorhatte und es war für mich, ich war ja dann auch schon in einem Alter, wo ich sage, okay, ich kann Führungsposition übernehmen, war das dann einfach eine interessante Geschichte, spannende Geschichte und insofern habe ich dann diesen Schritt gewagt. Das Projekt hat sich sehr ansprechend angehört und war dann am Ende auch erfolgreich. Ihr seid durchmarschiert von der Regionalliga bis in die erste Bundesliga und in der ersten Bundesliga war er auch im ersten Halbjahr. Ich glaube, Zweiter wart ihr am Ende hinter Bayern. Wie war das damals, einfach diese zwei, drei Jahre in Hoffenheim, da direkt von der Regionalliga, also der dritten Liga heute, bis in die Bundesliga durchzumarschieren? Ja, auch das war wie ähnlich wie Unterhaching, war erstmal ein sehr familiärer Verein. Sehr bodenständig geführt. Natürlich hatten wir mit Dietmar Hopp natürlich einen extrem guten Förderer, der damals natürlich auch die finanziellen Möglichkeiten gegeben hat, um auch so erfolgreich zu sein. Aber auch da waren wir natürlich auch gespickt mit ein paar Spielern, die schon Erstliga-Erfahrung hatten, die auch die notwendigen Qualitäten hatten, um auch die Mannschaften zu führen. Auch da ein brutaler Zusammenhalt innerhalb des Teams. Viele Spieler, die auch schon einige Jahre auch schon in Hoffenheim gespielt haben. Also der Mix hat einfach gepasst zwischen Erfahrung und jungen, entwicklungsfähigen Spielern. Und schlussendlich war das dann auch das Erfolgsrezept, um dann auch in die erste Liga aufzusteigen. Hoffenheim war ja dann eine letzte Station in der Bundesliga. Kann man da rückblickend irgendwie eine Zeit herausnehmen als Spieler, wo ich sage, ja okay, bei dem Verein war es besonders schön oder da war es besondere Erfolgserlebnis, wie man sagt, das ja, ein, zwei Sachen. Als Spieler fühlt man sich natürlich immer da wohl, wo man natürlich auch am meisten spielt, wo man am meisten gewertschätzt wird. Und es war definitiv die ersten Jahre in Unterhaching, aber auch in Stuttgart, wo man als Spieler die meisten Erfolge auch gefeiert hat. Das waren einfach die schönsten Momente, weil da hat man auch ein richtig gutes Team zusammen. Man hat sich als Mannschaft gut verstanden und schlussendlich dann auch sportliche Erfolge gefeiert. Und das waren eigentlich so die schönsten Momente, die ich in meiner Karriere absolviert habe. Nach deiner Zeit in Hoffenheim hast du ja noch mal ein halbes Jahr in der Allgemeinen Aachen angeschlossen und dich dann für ein Auslandsabenteuer in Bulgarien entschieden. Ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, zum FC Chernomorets Burgas. Chernomorets, okay. Genau. Aber wie kommt man dann, ich sag mal, in dem gehobenen Alter nochmal auf die Idee, nach Bulgarien zu gehen, wenn man davor seine ganze Karriere in Deutschland verbracht hat und wie ist überhaupt der Kontakt zustande gekommen und wie waren denn deine Erlebnisse? Ja, damals bei Chernomorets Burgas war Freddy Bobic Sportmanager und Krasimir Balakov war Trainer von diesem Verein. Auch das war ein Projekt mit dem Oligarchen, der
Gelder zur Verfügung gestellt hat und wollte eigentlich Ceno Moritz Burgas zum Club in Bulgarien aufbauen, der auch internationale spielen sollte. Und ein tolles Projekt. Trainingsbedingungen waren wirklich top. Das Stadion war hervorragend gewesen bei uns. Und meine Frau ist auch Bulgarin. Die habe ich damals in Stuttgart kennengelernt. Also insofern hat sehr viel dafür gesprochen, diesen Auslandsaufenthalt mal durchzuziehen. Hatte sehr gute Gespräche, natürlich auch mit Freddy und mit Krasimir. Und habe mich dann dazu entschieden, da die nächsten 2 Jahre zu verbringen. Burgas ist auch eine Stadt direkt am Meer. Also auch das hat natürlich dafür gesprochen, weil auch die Lebensbedingungen dort sehr, sehr toll waren. Und ja, ich habe es nicht bereut. Es waren 1,5 sehr tolle Jahre. Das letzte halbe Jahr, als dann Grassi und Freddy dann gegangen sind und auch die Gelder nicht mehr so geflossen sind, waren dann nicht mehr ganz so toll. Aber trotzdem möchte ich diese 2 Jahre nicht missen. Nach der schönen Zeit bist du dann wieder zurück nach Deutschland zurückgekehrt zum FC Bayern Alzenau, in die Regionalliga damals, und hast dann auch 2013 den Job des Spielertrainers übernommen. Wie war das damals? Konntest du dir irgendwie schon immer vorstellen, mal die Rolle des Trainers auszuführen? Ja, ich wollte ja nach, das war von Anfang an klar, dass ich nach meiner Karriere wieder in die Heimat zurück wollte. Dort ist meine Familie, dort sind viele meiner Freunde. Und das war dann einfach dann der nächste logische Schritt. Bei den Alzenau ist dann auf mich zugekommen, hat gesagt, kannst du dir noch vorstellen, noch mal 1-2 Jährchen so einfach noch ein bisschen Fußball zu spielen, die Jungs zu führen, um dann vielleicht auch den nächsten Schritt als Trainer zu machen. Und das konnte ich mir sehr gut vorstellen. Ich war früher schon begeistert von Taktik und Mannschaftsführung auch. Und ja, das war dann schon gewollt, dass ich irgendwann auch ins Trainergeschäft einsteige. Und das war dann einfach so, dass ich dann auch in Alzenau schon die U19 trainiert habe und dann auch den S-Mannschaftsbereich dann übernommen habe, als es nicht mehr so gut lief. Und ja, ich bin froh natürlich, dass ich da die ersten Schritte als Trainer unternehmen konnte und da auch schon die ersten Erfahrungen sammeln konnte. 2016 bist du ja dann wieder, ich sag mal, an den Ursprung deines Fußballwissenschaftes zurückgekehrt nach Aschaffenburg als Trainer in die Bayernliga. War immer der Plan, dass du mal zurück nach Aschaffenburg kommst? Ja, Plan im Fußball ist immer sehr, sehr schwierig. Aber dadurch, dass ich natürlich in der Heimat war und die Viktoria dann irgendwann mal einen Trainer benötigt hat, war das natürlich schon so, dass sie dann zügig auf mich zugekommen sind. Und ich war damals dann auch vereinslos und dann gab es dann auch nicht großartig zu überlegen. Es war dann auch eine gewisse Herzensangelegenheit, weil man ja, weil Aschaffenburg ja auch so ein bisschen mein zweiter Heimatverein war nach Hainbuchenthal. Insofern war das eine interessante Geschichte und ja, da gab es dann nicht viel zu überlegen. Ich habe es dann sehr schnell angenommen. Ja, und wie man sieht, 5 Jahre später ist die Entwicklung natürlich auch so gekommen, wie wir uns das Ganze erhofft haben. Aber dass es natürlich so schnell geht mit dem jetzigen Stand, wie wir momentan darstellen, das war nicht zu erwarten, aber umso schöner ist das Ganze natürlich. Sprichst du es an, es ging schnell mit der Entwicklung, aber trotzdem gab es, ich sag mal, Rückschläge oder zumindest keine Erfolgserlebnisse. In deinem ersten Jahr, sehen wir jetzt hier im Bild, habt ihr direkt in die Relegation geschafft und seid dann gegen Greuther Fürth, wenn ich mich recht erinnere, glaube ich, gescheitert. Wie ist es, ich sag mal, dieses Gefühl da, wenn man die ganze Saison Kraft und Anstrengung reinsteckt und dann am Ende, es ist ein entscheidendes Spiel und in dem reicht es dann nicht? Ja, im Grunde genommen war es ja erstmal so, ich habe die Mannschaft ja übernommen, da war sie auf Tabellenplatz 10 oder 11 und da ging es ja eigentlich nur darum, die Mannschaft so weit zu stabilisieren, dass man nicht mehr nach unten rutschen und weitergehend eine ordentliche Saison spielen. Allerdings war es dann natürlich so, wir haben dann so eine Serie hingelegt, dass wir schlussendlich Zweiter geworden sind, womit eigentlich ja keiner gerechnet hat. Und wir haben dann nochmal die Möglichkeit bekommen, auch den direkten Wiederaufstieg zu schaffen. Hatten dann natürlich mit Greuther Fürth oder auch mit Seligen Potten dann 2 Mannschaften vor der Brust, die natürlich individuell viel stärker besetzt waren und die auch Regionalliga-Erfahrungen hatten, die einfach dann auch die bessere Mannschaft waren. Insofern war natürlich die Enttäuschung da, dass man das nicht geschafft hat, aber wenn man es rückblickend betrachtet,
hat die Mannschaft da trotzdem eine super Saison gespielt. Ja, insofern war es dann die Enttäuschung dann trotzdem nicht mehr so groß, weil wir ja trotzdem eine gute Runde gespielt haben. Alles hat dann schlussendlich gepasst. Nach dieser kleinen Enttäuschung sei dann auch im nächsten Jahr aufgestiegen als souveräner Bayernligameister in die Regionalliga. Gibt es da irgendwie einen Unterschied, wenn man jetzt als Trainer aufsteigt oder als Spieler aufsteigt oder wenn man von der Regionalliga in die Regionalliga aufsteigt oder in die Bundesliga aufsteigt? Weil du sagst, Aufstiege im Fußball sind einfach immer geil und gibt es da irgendwas Unterschiede? Ja, genau so ist es. Ich meine, ich bin ja als Spieler auch zweimal von der zweiten in die erste Liga aufgestiegen mit Unterhaching, mit Hoffenheim. Das ist natürlich auch schön, aber der erste Aufstieg mit als Trainer vergisst man natürlich auch nicht. Und wir haben das auch souverän zustande gebracht. Also wir haben uns da natürlich auch richtig gefreut und auch das ist eine tolle Erfahrung. Und gerade natürlich als verantwortlicher Trainer ist das natürlich dann auch nochmal ein Highlight für mich gewesen. Ja. In der ersten Saison habt ihr euch dann in der Regionalliga etabliert und jetzt schon in der zweiten Saison spielt ihr am Aufstieg mit. In dieser ewigen Saison seit 2019 habt ihr schon angefangen und momentan steht ihr auf dem ersten Tabellenplatz. Sind dann die Ziele auch in Aschaffenburg, dass ihr möglichst schnell in den Profibereich, also in die dritte Liga kommt, oder wie sind so die Vorgaben der Clubführung? Vorgaben der Clubführung ist eigentlich die Regionalliga bestmöglich zu halten. Also wir waren eigentlich nicht darauf vorbereitet, dass wir so eine tolle Runde spielen. Wir hatten doch auch gerade im Sommer einigen Aderlass gehabt, auch an Spielern. Und da war schon die Befürchtung, dass wir eher unten reinrutschen, also anstatt nach oben weiterhin mitzuspielen. Aber die Mannschaft hat sich toll entwickelt und die Vorgaben super umgesetzt, was man ihr vorgibt. Jetzt haben wir natürlich die Möglichkeiten, da die großen Mannschaften in der Regionalliga wie Bayreuth und Schweinfurt zu ärgern. Und das wollen wir natürlich auch weiterhin tun. Und haben natürlich jetzt auch die Zielsetzung, wenn wir schon oben mitspielen, dann vielleicht auch den letzten Schritt noch zu schaffen. Aber es ist bei uns kein Muss. Das ist auch der große Vorteil. Wir können eigentlich nur gewinnen und können nicht verlieren. Und so gehen wir auch die ganze Geschichte an. Ihr steht ja jetzt aktuell auf dem ersten Platz, aber es weiß ja keiner, wie es weitergeht. Die Playoffs sind geplant. Bis jetzt haben Bayreuth und Schweinfurt und ihr und der Aschaffenburg haben eben diese Drittliga-Lizenz, angefordert. Ja, eingereicht, so genau. Wie sieht da der momentane Stand aus von BFV-Seite aus? Was ist da geplant? Kommen diese Playoffs zustande und wie laufen die dann ab? Also unser letzter Stand war, dass die Playoffs auf jeden Fall gespielt werden, auch wenn die Saison abgebrochen wird. Das war der Stand vor 2-3 Wochen. Da hatten sie allerdings auch noch die Hoffnung, dass die Saison vielleicht zu Ende gespielt werden kann. Wie sich das natürlich momentan so entwickelt, wie es ist, auch die Inzidenzzahlen, die jetzt weiterhin steigen, kann ich mir persönlich nicht vorstellen, dass die Saison zu Ende gespielt werden kann, weil mir natürlich auch in der Regionalliga jetzt so geplant werden muss, dass die Playoffs spätestens Mitte Mai gespielt werden müssen. Und das heißt, wir brauchen ja auch eine gewisse Vorlaufzeit, eine gewisse Vorbereitungszeit nach 5 Monaten ohne Training, einfach auch wieder dahin in den Rhythmus zu kommen. Also insofern müssten wir spätestens jetzt schon wieder mit dem Training eigentlich anfangen, um da die Möglichkeiten zu schaffen, die Saison zu Ende zu spielen. Aber das ist ja nicht gegeben. Also ich glaube, im Trainingsbetrieb können wir frühestens Anfang, Mitte April einsteigen. Das heißt, wir brauchen aber auch mindestens mal 4-5 Wochen, um die Mannschaft wieder so weit vorzubereiten, dass wir auch in den Spielbetrieb kommen. Und da wären wir dann schon Mitte Mai. Und dann wären eigentlich maximal die Playoffs spielbar. Und insofern glaube ich auch nicht, dass die Saison weitergespielt wird. Also es gibt für mich nur eine logische Konsequenz, Saison abbrechen und dann sich auf die Playoffs vorzubereiten und diese dann zu spielen. Dann wird es mal davon ausgehen, dass die Saison abgebrochen werden. Aber die Playoffs, die werden sicher gespielt. Stand jetzt ja, aber ich sage mal, die Situation ist ja so ungewiss und keiner weiß im Grunde genommen, wie es weitergeht. Also Stand jetzt würde ich sagen, sollte man spielen,
Aber wenn's laut Gesundheitsministerium oder laut der Landesregierung nicht spielbar ist, dann wird die Saison abgebrochen, dann gibt es eine Quotientenregelung, dann wären wir Stand jetzt Platz 1 und wir müssten dann gegen den Nordvertreter spielen. Aber ja, das muss man jetzt alles abwarten, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Wenn es dann zu diesem Kaltstart für diese Playoffs kommen würde, wurde ja von BFV-Seite mitgeteilt, dass es kein Problem darstellen sollte, weil alle drei Vereine, also Schweinfurt, Aschaffenburg und Bayreuth, eben seit Jahren angeblich unter Profibedingungen trainieren. Da hast du dich dann gleich persönlich auch gewehrt dagegen. Das heißt, ihr trainiert einfach zurzeit absolut gar nicht, oder? Also zurzeit trainieren wir nicht. Wir sind auch keine Profimannschaften. Auch die letzten Jahre waren wir keine Profimannschaften. Das war mir einfach wichtig, dies nochmal klarzustellen. Ich weiß auch nicht, wie solche Aussagen getroffen werden können. Ich fand das damals schon sehr unangebracht und auch sehr, sehr komisch. Schweinfurt ist definitiv eine Profimannschaft, das wissen alle. Bayreuth meiner Meinung nach auch, wobei die wahrscheinlich auch sagen würden, wir sind eher keine, aber wir sind definitiv eine Amateurmannschaft und das sollte auch klargestellt werden. Und auch da muss man immer jetzt aufpassen, auch bei den Playoff-Spielen. Schweinfurt trainiert schon wieder, wir dürfen nicht trainieren. Da eine gewisse Gleichberechtigung zu bekommen, eine Gleichbehandlung, das wird wahrscheinlich nicht möglich sein, aber ich hoffe, dass dann der BFV zumindest so fair ist, uns 5, 6 Wochen Vorbereitungszeit gibt, um dann auch wieder in den Modus zu kommen, wichtige Spiele zu absolvieren. Also das hoffe ich natürlich schon. Und auch gerade als ja, das einigermaßen gleich als Gleichberechtigung zu empfinden, denke ich auch, dass der BFV das auch so bewerkstelligen wird. Aber generell wärt ihr bereit, wenn diese ganzen Vorkehrungen getroffen werden, diese Playoffs zu spielen? Ja, mir wäre natürlich lieber, ich sage mal, als Profimannschaft ist es natürlich einfacher zu gewährleisten, weil man da in einer gewissen Blase leben kann. Meine Jungs gehen tagsüber arbeiten und ja, wir müssen da schon sehen, dass das Risiko minimiert wird, dass ja die Ansteckung vollführt wird. Deswegen wäre es natürlich unser Anliegen, nicht so viele Spiele absolvieren zu müssen, sondern das vielleicht die Playoffs innerhalb von 1, 2 Wochen durchzuziehen. Einfach auch, um das Risiko einer Ansteckung zu minimieren. Das wäre unser Vorschlag, aber das werden wir natürlich mit den Vereinen beziehungsweise dann auch mit dem BFV zusammen entscheiden und werden dann auch das Ganze mittragen. Aber es muss natürlich so sein, dass es das alles fair und risikoarm das Ganze abläuft. Dann sind wir gespannt, wie es da weitergeht. Wünschen dir aber, falls es zu diesen Playoffs kommt oder das irgendwie aufspielen, viel Glück, dass du den Sprung in die dritte Liga schaffst. Auch nochmal viel Glück bei deiner Prüfung zum Fußballlehrer. Und ich Dankeschön. würde mich bedanken für das Interview. War sehr cool. Alles klar, danke auch. Servus. Mach's gut. Servus, servus, macht's gut.